schon vielleicht nur das Auto. Ja, du hast dich für die falschen Ecke. Du hast ja auch noch das Innere, ich lade noch. Ja, du bist. Ja, mir wurde alarmiert zu einer Arbeitsleistung, ein Pkw im Wasser ohne Personenbeteiligung. Ja, beim Eintreffen haben wir noch die Lichter des Pkws in weiter Ferne dann gesehen und sind dann mit unserem Rettungsboot und einer Drohne sozusagen auf die Suche gegangen von dem Pkw. Konnte dann nicht mehr genau lokalisiert werden, da er zwischenzeitlich auch untergegangen ist. Und wir werden jetzt morgen dann die Suche weiter fortsetzen, zusammen mit dem Kollegen der Berufsfeuerwehr Heilbronn. Die Schifffahrt ist jetzt eingestellt. Genau, wir sahen praktisch vom vermutlichen Einrollpunkt, sage ich jetzt einfach mal, die Rücklichter in weiter Entfernung auf dem Neckar und die verschwanden dann nach geraumer Zeit. Das heißt, das Fahrzeug ist dann auf Grund gelaufen sozusagen. Also wir haben das im Rahmen unserer Möglichkeiten, wie gesagt, mit dem Boot und mit einer Drohne Wärmebildkamera mäßig abgesucht, konnten es aber nicht mehr genau lokalisieren. Aber von der Erfahrung jetzt auch von der Wasserschutzpolizei ist es eben so, dass das Boot oder das Auto, wenn das sinkt und mit Wasser vollläuft, dann auch an dieser Stelle mehr oder weniger verbleibt. Genau, das Treiben war am Anfang dahingehend begründet, dass das Fahrzeug ja auf der Wasseroberfläche zunächst getrieben ist und da dann auch mit der Strömung sozusagen recht schnell vorwärts gekommen ist. Das hat sich dann aber geändert, nachdem das Fahrzeug praktisch auf Grund gelaufen ist. Genau, die Kräfte von der Berufsfeuerwehr, die können da mit dem Echolot die genaue Position feststellen und dann mit ihren Taucher dementsprechend die Bergung des Fahrzeugs einleiten. Heute Abend war ein kompletter Löschzug der Feuerwehr Gundelsheim zusammen mit dem Rettungsboot der Feuerwehr Gundelsheim im Einsatz, ca. 22 Mann. Ist nicht alltäglich, also dass man ein Auto jagen müssen, ist mir jetzt auch das erste Mal passiert. Also ich bin mit meinen Freundinnen nach Gundelsheim gefahren. Wir wollten nach unserem Hund schauen. Und dann haben wir diesen Mann auf der linken Seite von der Straße entdeckt mit Handy, hat er so Warnung gemacht, dass ihm schlecht geht und so. Da bin ich abgebogen, meine Freundin hierher. Da haben wir gefragt, was passiert. Er wollte hier pinkeln am Neckarrand.
Und dann wollte er Rückwärtsgang machen, hat er so, hat er uns erzählt. Aber hat erste Gang gemacht und hat Gas gegeben und dann in Wasser rein. Okay. Dann ist er im Wasser 150 Meter mit seinem Auto so gegangen, ist von Schieberdach dann rausgekommen, hat er uns erzählt. Ja, der war im Auto im Wasser drinnen, er ist von Schieberdach rausgekommen, dieser Mann. Okay. Selber hat er sich befreit. Vor? Ich war unter Schock, bis er wollte ihm gleich helfen. Dann habe ich ihn in mein Auto reingenommen, habe Heizung angemacht. Meine Freundin hat dann von ihren Eltern Klamotten für ihn gebracht, Decke und so. Und dann haben wir so versorgt, bis Feuerwehr und Polizei kommen. Leg mal die Liter da drüber laufen. Ich glaube gar nicht, dass das gar nicht durchgeht, wenn so Wasser rausgeht. Wenn es etwas ganzer ist, ja. Ja, das haben wir jetzt nicht alle Tage, dass ein Fahrzeug quasi in den Neckar reinrutscht oder reinkommt. Also das ist nicht so alltäglicher Einsatz. Nichtsdestotrotz ist das für unsere Feuerwehrtaucher jetzt nicht eine unübliche Aufgabe, das Fahrzeug quasi zu suchen unter Wasser, dann anzuschlagen und dann rauszuholen. Hat er Glück gehabt? Ja, da hat er Glück gehabt und ohne sein Schiebedach wäre das wahrscheinlich ganz anders ausgegangen, weil man schon nach kurzer Zeit, wenn ein Fahrzeug ins Wasser gerät, die Türe aufgrund des großen Wasserdrucks nicht mehr aufkriegt. Und ohne Schiebedach hätte er wahrscheinlich das Fahrzeug nicht verlassen können. Ja, mit dem Echolot fährt man quasi in Schrittgeschwindigkeit, je langsamer, desto besser, über die Wasseroberfläche und kann damit 24 Meter vom Grund quasi nach oben holen an das Echolot und solche große Gegenstände, wie zum Beispiel ein Fahrzeug ist, das eben von der Dimension her relativ groß ist, kann man dann auf dem Echolot-Bildschirm quasi erkennen, dass das ein Fahrzeug sein könnte. Alles dicht? Da putzelt es irgendwo oben raus.
Also das Fahrzeug ist gestern Abend im Bereich Gundelsheim am dortigen Lauer, das ist der Ort, den nennt man da so, entsprechend geparkt wurde. Der Fahrzeugführer hat einen Notruf verrichten müssen und hat dann beim Wegfahren offensichtlich Vorwärtsgang mit Rückwärtsgang verwechselt und dann ist das Fahrzeug in den Neckar gefahren worden. Okay, was ist dann passiert mit dem Auto? Das Auto ist dann aufgeschwommen. Der Fahrzeugführer hat sich über das Schiebedach aus dem Fahrzeug retten können, ist dann ans Ufer geschwommen und das Fahrzeug ist weiter in Richtung Böttingen abgetrieben dann. Ja, die Feuerwehr hat gestern Abend dann noch ein Boot eingesetzt, hat das Fahrzeug versucht entsprechend zu orten. Wir haben einen Zeugen gehabt, der mit einem Hund spazieren ging. Der hat das Fahrzeug dann in talwärtiger Richtung entsprechend verfolgt, bis es im Bereich Neckarmühlbach dann untergegangen ist. Man hat dann zu Beginn noch Scheinwerfer gesehen, zum Schluss dann nicht mehr. Und dann hat man angenommen, dass das Fahrzeug im Bereich Neckarmühlbach auf den Grund abgesunken ist. Heute Morgen haben wir dann die entsprechenden Suchmaßnahmen weiter koordiniert zwischen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Heidelberg bzw. in Stuttgart, die für den Neckar zuständig sind, mit der Berufsfeuerwehr Heilbronn und mit uns. Und haben dann zum Schluss gekommen, dass die Behörde, also das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar, mit einem sogenannten Streifrahmen den Bereich hier absucht und dann das Fahrzeug versucht zu orten. Wir haben unser Polizeiboot noch im Einsatz, das ist mit dem Sonar ausgerüstet und da kann man auch entsprechend dann feststellen, wo Fahrzeuge bzw. Gegenstände im Neckar entsprechend zu finden sind, wo sie liegen entsprechend. Das ist absolut ungewöhnlich, kommt auch nicht so oft vor, ne? Aber es ist eigentlich ein Unfall. Wir behandeln es derzeit als Unfall. Es kann natürlich sein, dass Betriebsstoffe noch austreten, das müssen wir aber noch abwarten, das wird sich bei der Bergung dann zeigen. Dann würde man noch ein Ermittlungsverfahren einleiten wegen Gewässerverunreinigung. Aber im Augenblick behandeln wir das als Unfall. Richtig, ich war gestern Abend dann auch selber hier vor Ort, habe dann Kontakt aufgenommen mit der Notfallmeldestelle des Wasserstraßenschifffahrtsamt Neckar in Heidelberg. Und da hat man dann die Schifffahrt gesperrt, weil man im Endeffekt dann nicht wusste, wo das Fahrzeug zum Liegen kam. Man ging davon aus, dass es in der Fahrrinne sich befindet und deshalb hat man die Schifffahrt sperren müssen. Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass das Auto schon drin war. Also ich bin nach rechts gelaufen, habe mich umgesehen, das Auto ist schon drin gewesen. Dann wollte der Kumpel von mir hinlaufen und wollte gucken, ob da noch jemand ist. Dann habe ich gesagt, ey, komm mal zurück. Ne, nicht, dass das Ding mit Absicht reingeschoben wurde. Das ist mein erster Verdacht. Ne, und dann haben wir geguckt, ob jemand im Auto ist. Und haben die Polizei angerufen. Die hat dann aber ganz klar gesagt, nein, da ist keiner drin. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich wieder nach Hause. Und dann habe ich gesagt, nein, laufen Sie mal mit. Und dann bin ich mitgelaufen bis nach da vorne und dann ist das Auto vollgesaugt, ist abgesoffen und dann ja, kam die Polizei in dem Teil gleich danach hinterher. Ja, es ist die ganze Zeit eigentlich nur vorne ich habe auch Fotos davon, vorne mit der Motorhaube im Wasser drin getrieben, habe auch Video.
Und dann hat sich das mit dem Kofferraum vollgesaugt und dann ist das, also es ist erst komplett vorne runter und irgendwie ist die Heckklappe aufgegangen, wodurch auch immer. Und dann hat sich das komplett vollgesaugt und dann war es weg mit einmal.